Skala, Land, Legoland, Sea Life oder auch die Wachsfiguren Kabinette Madame Tussauds gehören. Legoland, das gehört doch jetzt wieder zu Lego selber, ne? Wollten die das nicht machen? Hm. Geschichte. Otto Thiermann plante ursprünglich, den Europapark zusammen mit Franz Mack zu betreiben. Und sein Sohn hat das dann... Also der Otto Thiermann verstarb dann unerwartet und der Sohn Hans-Jürgen Thiermann hat sich das sozusagen vom Europapark abgeschaut und in den Heidepark gebaut. Die Eröffnung am 19. August 1978 und dann 2007... Nee, halt, Moment. Am 31. Dezember 2001 hat Tussaud Group den Park übernommen. Und 2007 hat Merle Entertainment Group die Mehrheit der Anteile von Tussauds Group übernommen. Im Jahr 2011 wurde der Freizeitpark in vier Themenbereiche eingeteilt. Land der Vergessenen, Transsilvanien und Wild West. Wild Wild West, die Einteilung wurde vorgenommen, um den Park in einen Themenpark umzuwandeln. Buch der Totenkopf-Piraten entstand 2010. Das ist eigentlich das so ein bisschen, was halt jetzt im Heidepark so ein bisschen den Flair verloren geht, dass die da, dass es unbedingt irgendwelche Themenbereiche packen mussten. Das muss man nicht unbedingt. Jetzt kommt's, Achtung. Im Jahre 2018 folgte mit dem Peppa Pig Land der nächste kleine Themenbereich. Ich verstehe es nicht. Naja. Steht hier irgendwo an die Achterbahn. Achso, Scream 2003 kam der. Wurde durch den Umbau eines der Türme gebaut, um erstellt. Ja gut, dann muss der letzte Freideparkbesuch von mir, der muss 2005 oder 2006 oder sowas gewesen sein. Genau, Desert Race habe ich da nämlich, glaube ich, noch nicht gesehen. Ist auch ein Punkt ehemalige Attraktion. Hier, Kindereisenbahn-Spielplatz, Indianer, Pferdederby-Spielplatz 1. Ja, Spielplatz 1 sieht nicht so extrem aus. Aussichtsturm. Genau, Rainbow 2008. Heidedorf-Spielplatz, oh, der war auch immer gut. Mit dieser Hängebrücke dann drüber, ah, alles weg. Kaffeetassenkarussell ist auch weg. 2009 geschlossen. Oh, warum? Das war auch immer so, wenn man in den Park gekommen ist, war das erste dann immer, das erste Anlaufziel, das Kaffeetassenkarussell im Heidedorf. Jetzt haben sie es weggemacht. Ich meine, klar, man muss natürlich auch immer sich entwickeln. Unsere Piste wurde geschlossen 2011. Derzeit ist das Gelände mit Holzflöcken abgesteckt, also passiert einfach nichts. Warum haben sie es dann nicht gelassen? Wasserspielplatz ist auch weg. Stilllegung wegen Unfallgefahr. Ey, jetzt mal ganz ehrlich. Wildwasserbahn 2, geschlossen 2011. Vor allem 2007 General überholt und 2011 Kanal renoviert, ne? Und dann 2010 und dann 2011 geschlossen ist. Oh. Ich
so eine scheiß Achterbahn. Oh Leute, denkt doch auch mal an die Leute, die halt nicht Achterbahn fahren wollen, sondern einfach sich schön mit so einer Wildwasserbahn vergnügen wollen. Nee, da kommt dann eine Achterbahn hin. Hätten sie doch lieber die andere, die hier abgerissen, stattdessen die, um die wäre es nicht schade gewesen, weil die total langweiliges Thema, also einfach bloß so ein bisschen durch die Landschaft gondelt, aber die andere, die war ein Knaller, also was haben sie noch weggemacht? Märchenfahrt, Kanalfahrt, Spielplatz 1. Achso, so ein scheiß Hüpfkissen ist da stattdessen an der Stelle, ey, oh, ich könnte mich hier Korkenfahrt ist auch weg, Wichtelhausenbahn ist weg. Diese komische Delfinshow ist ja auch weg. Ja, wahrscheinlich irgendwelche Leute. Ach ja, Autosalon, den gibt's auch nicht mehr seit 2007. An die Zeit 2004 im ehemaligen Spielweltsalon, okay. An die 2007 gedingst. Wir fehlen schon das letzte Mal 2008. Hallo Spencer Show, kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern, dass ich dort mal drin war. Weiteres ein ehemaliges Pfahlsitzen via Kinderland, habe ich noch so dunkel in Erinnerung. Das Heidedorf haben wir 2009 geschlossen. Steht noch im geschlossenen Teil des Parks. Heute werden die Gebäude als Lagerhäuser verwendet. Ich sag mal, warum macht man denn das? Heidedorf, das war gleich am Eingang. Eingang, ich glaube am Eingang rechts, ne? Am Eingang dann gleich rechts rein. Sowas reißt man doch nicht ab. Was so ein bisschen Lüneburger Heide repräsentiert oder schließt den Bereich doch nicht eher. Also hier. Es gab einen amerikanischen Themenbereich. Achso, Big Loop, okay. Ja, gut. Da gab es diesen weißen Haus, dieses weiße Haus nach oder Kapitolnachbau, aber so richtig amerikanischer Themenbereich, ich weiß ja nicht. Da war der holländische Themenbereich, der 2009. Schloss. Cooler. Also, ganz ehrlich, liebes Heidepark-Management. Wenn ihr hier dieses Video seht, wovon ich eigentlich nicht ausgehe, stellt sich mir nicht die Frage, warum schließt man das Heidedorf? Ich glaube, ich muss doch echt noch wieder in den Heidepark, um mir das Elend mal persönlich anzugucken, was da abläuft. Ich glaube, das wird wahrscheinlich traurig werden. Der Attraktion jetzt auf jeden Fall Wasserrutsche. Jetzt haben wir mal genug gelabert hier. Währenddessen wir einen Haufen Profit gemacht haben, sodass wir wieder ein bisschen was zurückzahlen können. Ich habe einen Speicherpunkt übersehen. Moment, das müssen wir gleich nachholen. Ich glaube, das Level, das funktioniert auch ganz alleine hier. Was ist hier los bei Flipper? So bezeichne ich für Flipper. Okay, wir holen ein Stück runter. Vor wie geht's? Schmeißen ein paar Mechaniker raus, der Quatsch rein. Und die einfach so hier lang gehen. Hier sind schon die Blumen verwelkt. Das ist auch dezent inakzeptabel. Heidepark ist halt ein schöner. Also ich habe den Heidepark als schönen Park in Erinnerung, auch mit der Landschaft. Aber hier sind so in Themenparks rumtüdeln. Das war eigentlich gerade so dieses Schöne im Heidepark, dass dann teilweise echt so durch waldähnliche Stellen gegangen bist. Da liegt eigentlich auch eine Doppelkotze auf dem Weg. Ich glaube, 10 Reinigungskräfte sind hier eventuell ein bisschen zu wenig. Da hauen wir nochmal raus hier. Vielleicht habt ihr auch die Meinung, dass das, was ich sage, nicht so ist, dass der Heidepark richtig gut ist. Also wie gesagt, ich würde mich da echt freuen, da in den Kommentaren mal ein bisschen mehr drüber zu lesen, wie ihr das seht. War ja schon mehrfach Thema hier im LP. Dann machen wir wieder jeden fünften hier als
Rasenmäher-Menschen exklusiv. So, speichern mal wieder. Das hatte ich vorhin schon. Nee, doch, es kommt Speicherpunkt 3, genau. Nee. Na gut, egal, jetzt haben wir es halt so gespielt und fertig. Genau, hier gab es dann halt diese Dingsboote und dann stand hier irgendwo am Wasser das Weiße Haus oder dieses Kapitol, aber das ist jetzt hier nicht dargestellt. Und hier waren dann die Verwaltungsgebäude. Die haben sie ja so ein bisschen angedeutet. Aber das war schon cool im Heidepark, wirklich früher, als ich dort noch relativ gesehen in der Nähe gewohnt habe. Oder wir gewohnt haben, da sind wir wirklich regelmäßig hingefahren, vielleicht, keine Ahnung, ein, zwei, drei Mal pro Saison, gut, regelmäßig was anderes, aber wenn man natürlich erstmal noch 200 Kilometer fahren muss. Aber trotzdem, mit der nächste Freizeitpark, den ich jetzt hier habe, das ist dann halt noch Belandes und das ist halt, naja. Ich glaube, da würde ich doch statt Belandes doch lieber ein Peppa Pig Land im Heidepark bevorzugen. Aber jetzt mal, so ein bisschen was passiert. Wir haben die Wasserrutsche bekommen. Die könnte man eigentlich irgendwo hinbauen. Achso, Riesenrad gibt es auch noch. Kann man das da erstmal bauen? Das Riesenrad. Oh, Werbekampagne schon beendet. Das Riesenrad ist eigentlich immer was, was in den Eingangsbereich eines Parks, was ich auch hier blöd finde, ist, dass das hier eine Sackgasse ist. Wir könnten vielleicht, na gut, ich habe hier noch nicht, Leute beschweren sich hier noch nicht, dass ich verlaufen würden. Von daher, oh, sowas geht nach unten. Das heißt, wir müssen unbedingt eine neue Attraktion hier raus. Ich würde eigentlich gerne so einen Tunnel hier unten durchbohren, der dann dort rauskommt. Das ist hier eben keine Sackgasse, also können wir jetzt immer das Riesenrad hier schnell hinbauen.